Hallo Freunde, ich habe mich gerade mal ready gemacht fürs Training. Ich bekomme heute Besuch, heute kommt Road to Glory zu mir und wollen mit mir zusammen trainieren. Warum ich das jetzt gemacht habe in dem Falle, weil ich bin ja ganz klar, man sieht es auch in meinem Kanal, ich bin Leib und Seele Wettkampf-Bodybuilder, das will ich auch bleiben und so will ich mich auch, möchte ich mich auch positionieren, aber man muss zu den zwei sagen, die sind Fitness-YouTuber, betreiben das Ganze aber so eher in Richtung Bodybuilding, machen auch richtig fast wie eine Wettkampf-Diät. Der Jill macht jetzt gerade Diät für die FIBO, soviel ich weiß. Ich freue mich drauf, einfach mal wieder ein bisschen neue Leute kennenzulernen. Ich kenne die zwei nur von Messen und so von Veranstaltungen und ich mache mir mal ein eigenes Bild über die Leute. Ich höre da nicht drauf, was da so an Hates und sowas, im Jahr nicht mit denen was drehen und so weiter und so fort, höre ich nicht drauf. Also wenn mir ein freundlich entgegentritt, dem begegne ich auch freundlich und ich denke, das sollte man so machen als Mensch. Ich werde auch aus diesem Grund jetzt nicht anfangen mit jedem Fitness-YouTuber, der mich mal jemals angeschrieben hat oder sonst irgendwas ein Video drehen. Mich haben schon einige angeschrieben, aber ich denke, da soll so jeder seine Position behalten. Aber hin und wieder ist ja mal ganz schön, mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich freue mich drauf, bin mal gespannt, wie die zwei trainieren. Ob sie so brutal sind wie ihre Bilder oder ob die Bilder mehr Schein als Sein sind, bin ich mal gespannt. Ich bereite jetzt mein Pre-Workout zu und zeige ich euch, was ich schön nasche hier. Ja, heute teste ich für euch mal was Neues hier. Trainholic. So ein Pre-Workout von Peak International. Könnt ihr euch ein bisschen hochstellen, ne? Ich habe hier so einen Fashion-Ständer. Auf möglichst nüchternen Magen. Nur so. Mal erstmal einmal mehr, ne? Das ist mein Pre-Workout. Max-Test, ja, kann man trinken. Rare Teston Professional. Dass du siehst, nicht über 5 Löffel auf 100 Gramm, das genügt völlig bei dem Produkt. Mache ich nochmal zusätzlich ein paar EAAs mit rein. EAAs sind da auch drin. Für meinen Geschmack ein bisschen wenig. So, das ist mein tägliches Ritual eigentlich. Prinzipiell nehme ich nicht allzu viele Trainingsbooster hin und wieder, wie jetzt ist zum Beispiel Freitag, da ist die ganze Woche, Arbeitswoche schon rum. Da bin ich natürlich auch schon ein bisschen niedergeschlagen und deswegen gibt es heute mal einen kleinen Pre-Workout. Ja, dann kann das Training beginnen. Jetzt sind wir hier im Studio angekommen. Ihr Jill von Road to Glory und seine bezaubernde Frau. Wir machen hier jetzt ein Armtraining. Vorhin hatte ich ja gesagt, ich muss heute leider Brust trainieren, obwohl es heute gar nicht in meinem Rhythmus drin wäre. Aber hätte ich natürlich gemacht. Man muss sich anpassen. Er kam aber jetzt doch an und hat gesagt, ach Tim, weißt du was, wenn es für dich angenehmer ist, wie Arme trainieren, dann trainieren wir Arme. Vielen Dank dafür. Ich bin Gast, ja. Sehr kollegial von dir. Das ist das Heimspiel für dich, da will ich dir natürlich entgegenkommen. Ja, deshalb an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen im Race Fitness Club. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier zum Video von Tim. Ich bin gespannt, was abgeht. Ich merke jetzt schon, was du da an Gewichten aufgebrummt hast. Und du nennst das Warm-up, ja? Ist Warm-up, ja. Alter. Wir machen es jetzt gerade warm und machen dann nachher nochmal so ein ausführliches Interview, wo ich ein paar Fragen stelle, damit jeder mal weiß, was er so macht, ist und was er so tut in seinem Alltag. Guck, er nennt es hier. Er nennt es auch Stirnrücken, zieht es aber auch hinterm Kopf. Ja, mehr Spannung. Genau. Und gleichmäßig Spannung. Ist eine lange Zeit, fast schon ein Jahrzehnt, wirklich zur Nase gezogen. Das ist ein komplett anderer Reiz, aber das hier ist einfach eine richtig schöne Möglichkeit. Hier dein Trainingsgewicht? Boah, keine Ahnung. 60, 70 oder so. Gib Gas, komm! Hopp! Bam, hopp! Bam. Drei hast du, die 10 machen wir voll, komm! 4, 3, zieh durch!
Letzte. Hol ihn. Ja. Sauber. 10 Stück, Mann. Heftig. Schüdi, Fibo, komm. Eins. Komm. Zwei. Zwei. Komm noch rein. Den hast du komplett allein gemacht, den letzten. Darfst du den jetzt sprechen? Komm, dann mach mal an. Easy. Schön. Viel zu einfach. Zieh durch. Schub. Easy. Ist alleine. Alleine. Komm. Ja. Hi, komm. Hi. Jawohl, super. Komm on. Komm. Komm! Guck mal, hier sind sogar die Blümchen mit drin. Oh, guck mal, wie romantisch. Wie herzlich. Ja, unser Armtraining ist beendet. Wir haben heute Arme trainiert. Und ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Der Pump ist nach wie vor da, obwohl das schon eine gute halbe Stunde her ist. Ja. Eben hat sich Tim nochmal angeboten, meine aktuelle Form. Es sind noch 6 Wochen Zeit bis zur FIBO und ich mache wieder eine FIBO-Vorbereitung. Unter die Lupe zu nehmen, hat mir primär die Schwächen natürlich aufgezeigt. Darauf legen wir Wert, sodass wir die eben dann zumindest in der nächsten Massephase optimiert bekommen. Stichwort der Rücken in dem Falle, habe ich auch den Hauptaugenmerk drauf. Aber in erster Linie herzlichen Dank für das phänomenale Training. Schön wäre natürlich eine große Muskelgruppe, wo man sich noch ein Stück weit mehr... Vielleicht passt ja irgendwann nochmal. Ne? Ich hoffe. Warum ich jetzt gesagt habe, komm her, ich mache mal ein Training mit einem, ich sage jetzt mal Nicht-Wettkämpfer, war eben, dass er den gleichen Stil verfolgt wie ein Bodybuilder. Er macht halt jetzt als Ziel nicht den Wettkampf, sondern die FIBO für seine Fans. Aber wie auch immer, wichtig sind Ziele im Leben. Und er macht gerade halt eben diese FIBO-Diät, die aber sehr ernst nimmt. Und das macht mir halt eben Spaß. Er war in letzter Zeit auch oft bei anderen Bodybuildern, Hardgainer Crew und so weiter und so fort. Und er ist da sehr respektvoll uns Bodybuildern gegenüber. Eben sagt dann hier, pass auf, früher habe ich selber, sag mal, von den Oldschool-Bodybuildern gelernt. Heute habe ich natürlich auch... Nach wie vor, natürlich. Heute hast du natürlich auch Wissen dir selber angeeignet, was du dann irgendwo deinen Fans dann irgendwo weitergibst. Ist ja auch völlig legitim. Aber dieser Respekt gegenüber den Bodybuildern ist auf jeden Fall da, gegenüber der Leistung der Bodybuilder. Ja. Und wird von dir nicht irgendwie schlecht geredet. Und das hat mir eben Spaß gemacht, jetzt da mit dir mal so ein Video zu drehen. Mal eine ganz andere Community zu präsentieren. Ja, abzudecken. Für mich ist es einfach essentiell, dass man sich, egal in welcher Lebenslage man sich befindet, das muss ja nicht primär fitnessspezifisch sein, aber man lernt eben nie aus und man darf sich eben nicht von Neuem verschließen. Ja, wer sagt, ich bin gespannt und ich habe schon das erreicht, das reicht mir, ich brauche nichts Neues, sein Bier. Aber ich lerne sehr, sehr gerne dazu und vor allem auch viele Wege führen nach Rom, oder wie heißt das so schön? Ne? Ich lerne auch irgendwo dazu immer, ne? Auch wenn ich mal irgendwo zufälligerweise ein Trainingsvideo sehe von einem nicht erfolgreichen Athlet oder sowas. Ja. Und ich finde da irgendwas cool, was der macht. Selbst das versuche ich dann mal umzusetzen. Und wenn es mir gefällt, dann mache ich es halt auch. Ne? Und dann habe ich auch kein Problem mit, das dann irgendwo zuzugeben oder so. Ne? Und ich habe halt von Anfang an so gesagt, oder mir selber gesagt, dass ich mir irgendwo meiner Marke trotzdem treu bleiben will. Wir haben uns auch mit einigen Bodybuildern so unterhalten auf Wettkämpfen, hier David Hoffmann und der Kevin zum Beispiel von der Hardgainer Crew und der Vito und alle so und haben eben gesagt, hier, wir lieben Bodybuilding und das ist unser Leben und wir wollen das eben gerne auch ein bisschen öffentlich vertreten, weil es eben in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das unterstütze ich auch voll und ganz und vielleicht fällt den einen oder anderen da draußen auf, dass ich mich von diesem Fitness-YouTube-Hipster-Dasein mehr und mehr verabschieden möchte und mich eben zu den großen und starken Jungs widmen und mich da auch hinarbeiten möchte. Ich möchte ja in der nächsten Saison auch nochmal ein paar Kilos mehr draufpacken. Ja? Und das ergänzt sich auch extremst gut. Ja. Also es macht Spaß, man pusht sich gegenseitig. Schaut auf jeden Fall mal das gelungene Armworkout von uns an. Das findet ihr bei mir auf dem Kanal. Mach mal so einen Link rein. Genau, und da sammelt ihr ein paar Impressionen. Mitunter auch eventuell die Videos mit der Hardgainer Crew. Also ich kann definitiv beißen. Ja, ich bin zwar nicht
so stark wie der hier nebenan, verdammt nochmal Props dafür, ey. Das waren zwar in Anführungsstrichen nur die Arme, aber da hat sich eben schon abgezeichnet, was dahinter steckt. Kacke ist immer, wenn du bekannt bist als Starke, musst du immer stark drin. Das haben wir ja vorhin gesagt. Das haben wir vorhin schon gesprochen. Also, was lernen wir daraus? Ego immer vor dem Studio parken und nicht mit hineinnehmen, um jemandem was beweisen zu müssen. Wir sind schließlich Bodybuilder und keine Powerlifter. Ja, es war mir auf jeden Fall eine Ehre. Morgen geht's weiter. Du hast ein Seminar, wir haben auch ein Seminar. Genau. Somit hat sich's angeboten, dass wir jetzt auf der Ecke Frankfurt sind. Und ich hoffe, das war, wie gesagt, nicht das letzte Mal. Von Bodybuildern habe ich auch einiges geplant. Mit Bodybuilding-Kollegen, mit Matthias Potthoff und mit Markus Röhl und so weiter und so fort. Wollen wir auch noch ein bisschen was machen. Ist natürlich immer schwierig, die Zeit. Ne? Die Zeit. Ich mache das nicht hauptberuflich. Ich habe einen Beruf, habe eine Familie. Das stimmt. Mein Training darf dadurch natürlich nicht zu kurz kommen, weil ich primär eben meine Wettkämpfe im Kopf habe. Ja. Aber ich versuche mich auf jeden Fall, man hat es vielleicht gemerkt, mich zu bessern in der Richtung. Und es macht irgendwo auch Spaß. Ne? Also mittlerweile macht es mir auch Spaß. Am Anfang habe ich so ein bisschen das ein bisschen kritisch gesehen und auch so ein bisschen muss ich das jetzt. Aber es mittlerweile macht Spaß. Ich fahre morgen irgendwo hin, egal in welche Stadt, habe vielleicht eine berufliche Fortbildung, mache ein kurzes Video, sag, hey, ich bin da in der Stadt, kann mich jemand abholen vom Bahnhof, fährt mich jemand ins Studio. Ne? Manchmal habe ich sogar gesagt, hier, ey, mir total peinlich, aber kann mir mal einer 150 Gramm Reis und 300 Gramm Fleisch mitbringen? Ne? Ich bezahle es euch auch. Selbst das habe ich schon bekommen. So. Und das ist natürlich auch dann eine schöne Sache, wenn man netten Leuten begegnet. Oder auf der FIBO, da sagen manche, hey, du bist nach 3 Tagen FIBO immer noch irgendwo gut gelaunt. Ja, natürlich, ich bin ja auch das ganze Jahr 360 Tage, wie weiß ich, 350 Tage in meinem kleinen Studio hier auf dem Dorfe und sehe kein Schwein. Ja. Und da ist es verdammt nochmal meine Pflicht und macht mir auch Spaß, so ein paar Tage auf der FIBO natürlich auch mal den Leuten freundlich entgegenzutreten. Und es macht mir auch Spaß, also es ist keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern eben... Es macht mir halt einfach Spaß, dann die Leute zu treffen, positives Feedback zu bekommen und gegebenenfalls Leute dann auch irgendwo glücklich zu machen, wenn sie dann einfach fragen nach einem Tipp oder sonst irgendwas. Wobei das leider manchmal aus der Zeit zu kurz kommt, aus zeittechnischen Gründen. Aber das ist eben das Geben- und Nehmen-Prinzip. Tim, gebt euch was, ihr gebt was zurück, das ist doch das Beste, was es gibt. Ja, und deswegen spreche ich auch nicht von Fans, sondern von einer Community. Ja. Ne? Also da steht bei uns keiner über wen oder einer unter wem, sondern wir ergänzen uns da innerhalb dieser Community hervorragend. Und das ist eben das Schöne, wenn du auf Seminaren bist, ja, und du dann die funkelnden Augen siehst und merkst, dass du den Leuten was mitgeben kannst, das ist die beste Honorierung ever. So ist es. Und wenn man mal einen begegnet auf einem Wettkampf oder also einem Bodybuilder auf einem Wettkampf oder auf einer FIBO oder sonst irgendwo und er wirkt irgendwie abwesend oder unfreundlich oder sonst irgendwas, also zumindest für meine Person ist das so, dann liegt es auf keinen Fall, dass ich irgendwie... eine Hasskappe gegen jemanden habe, sondern vielleicht muss ich einfach schon seit 3 Stunden pinkeln oder was du weiß ich. Du bist ausgehungert? Ausgehungert. Ich denke, jeder, der mal eine Wettkampfdiät mitgemacht oder hat. Oder hat gut geschlafen oder... Ich glaube, da brauchst du dich gar nicht rechtfertigen, das kommt da draußen an, dass du sehr, sehr zurückhaltend bist und sehr respektvoll gegenüber jedem. Und das wiederum gehört auch Respekt dir gegenüber gezollt. Also deswegen verstehe ich die Leute nicht, die keinen Respekt zollen. Ich könnte mir auch jetzt nicht vorstellen, ich möchte es mir auch nicht vorstellen oder ich möchte auch keine Namen nennen, wer es sein könnte. Aber wir hatten das Thema ja vorhin, wo die Kamera kurz aus war, die vor 3 Jahren noch ein Foto mit dir wollten und heute kriegst du noch mal ein Hallo von denen ab. Genau. Deswegen auch für euch da draußen, vergisst, das habe ich schon in meinen Videoform benannt, nie wo ihr herkommt, wen ihr das Ganze zu verdanken habt, ja, bleibt bodenständig, authentisch, das ist das A und O. Oh, ich muss jetzt Rindertartar-Frikadellen. Alter, ich habe auch bisher nur ein paar Würstchen in Tuss. Also. Es war mir, wie gesagt, eine Freude, eine Ehre, ja. Lasst dir nochmal die Hand reichen. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Danke an unsere Kamerafrau. Immer wieder gerne. Es war wunderschönes Material und sehr schöne Szenen, die ich hier abgefilmt habe. Demnach hat es für mich auch unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich tanze innerlich immer noch Samba, Tango und Ballett. Du hast ihn Prinzessin genannt und ich bin einfach nur, da war es für mich aus. Das ist einfach nur geil. Macht es gut.